Hallo, hier ist der Ralf von Jütterland. Und die Sarah von Jütterland. Prima. Wir zwei haben uns halt gedacht, ihr habt doch sicher viel zu viel Klopapier inzwischen zu Hause. Also, nachdem alles leer gekauft ist, sich der Klopapiermarkt wieder entspannt und genügend Klopapier in der Supermärkte vorhanden zu sein scheint, glaube mir, dass euer Vorratsschrank voll ist bis oben hin mit dem Klopapier. Und was macht ihr jetzt mit diesem ganzen Klopapier? Kann man natürlich hingehen und so eine Rolle für alles Mögliche verwenden, für Küchentuch oder keine Ahnung, was man damit machen kann. Einfach spaßeshalber abwickeln und gucken mal, wie viele Meter da drauf sind. Aber das haben wir gar nicht vor. Wir wollen euch was Nützliches zeigen damit. Und zwar, was haben wir vor? Eine Kerze. Eine Kerze. Eine Kerze aus Klopapier. Würde man gerne machen. Was brauchen wir dazu? Ja. Also Klopapier, klar. Klopapier. Ich hab's versteckelt hinter dir. Guck mal dort. Ein Gefäß, wo ihr die Klopapierrolle reinmachen könnt. Und wir haben hier so ganz billiges Sonnenöl und das braucht man auch noch. Also mit der Klopapierrolle versuche ich jetzt, das hier so nach vorne zu drücken, nach oben. Das reicht eigentlich also schon. Und dann stelle ich das hier da rein. Und mach dieses Öl, gieße ich hier drüber. Also ich zünde jetzt die Klopapierrolle an. So, ihr seht, es fängt zaghaft, aber dann doch relativ schnell an mit Brennen. Wie lang diese Fackel brennt und wie schnell sie uns runterbrennt, das hängt natürlich auch vom Öl ab. Ich kann es relativ weit füllen, dann habe ich viel Brenndauer. Hier haben wir jetzt so viel Öl drin, dass das Papier zwar gedrängt ist, aber nicht im Öl steht, damit wir einfach nachher nicht so viel Öl entsorgen müssen. Aber wenn es eine lange Brenndauer haben soll, dann stelle ich diesen Docht quasi, diesen Klopapierdocht ins Öl rein, sodass er richtig gut durchgezogen ist. Und jetzt schauen wir einfach mal das Ding an, wie schnell uns das hier so richtig warm macht, oder? Ist eh schon warm hier hin. Und, fällt's dir? Ja. Ja, schöne Fackel. Ja. Ja, ich könnte so Verstecker machen, aber ich glaube, dann setzen wir mal den Brand damit. Also ihr seht, wir haben einen wunderbaren Lagerfeuerersatz, würde ich sagen. Es macht hell, es macht warm. Es wird eine ganze Weile brennen. Ich kann auch entsprechend nachtanken. Idealerweise nicht bei brennender Flamme. Also die Frage ist, wie man es auskriege. Hast du eine Idee? Vielleicht einen Teller drüber machen. Genau, wir stülpen einfach was drüber, dann kann man es ausmachen. So, aber wir haben jetzt noch ein kleines nettes Gimmick für euch, weil wir haben ja hier eine angefangene Klopapierpackung. Falls ihr doch zu Hause sitzt und immer noch Zeitungspapier verwenden müsst oder Moos im Wald sammelt, dann verlosen wir jetzt unter alle Kommentare, die innerhalb der nächsten Woche unter diesem Video auftauche, verlosen wir diese angefangene Klopapierpackung. Ja, wer es also haben will, kommentiert fleißig, sagt uns, warum ihr unbedingt jetzt noch Klopapier braucht. Und vielleicht habt ihr auch noch Ideen, was man mit dieser Menge an Klopapier, die gerade in Umlauf sind, so machen kann. Bis dahin,
freuen wir uns. Mhm. Und sage Dankeschön und tschüss. Tschüss. Eure Sarah von Jürtenland. Und der Ralf von Jürtenland. Ciao. Aber er glüht noch, guck mal, er brennt nicht mehr, aber er glüht noch der Höhe. Ja, muss man vorsichtig sein beim Löschen.